Okay. So, damit ist jetzt hier, glaube ich, auch wirklich alles Interessante ausgeräumt. Oder? Hier war ich jedenfalls noch nicht. Das scheint aber auch alles nicht interessant zu sein. Da ist noch eine Wache. Das ist die Wache ganz am Eingang, glaube ich. Das ist okay. Dann können wir jetzt, wenn ich das richtig sehe, haben wir den da oben? Ja, doch, ich müsste ja eigentlich inzwischen alle erledigt haben, ne? Ja, passt schon. Dann gehe ich jetzt zum Sender. Ich werde ihn tatsächlich. Ich höre noch irgendwie einen Husten. Ich werde ihn tatsächlich denunziert töten. Also, sprich, nicht tödlich töten. Weil ich der Meinung bin, das ist vielleicht ein schlimmeres Ende als dieses schnelle Ende, das man ihm bereiten könnte. Also, zack. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schmutz und Sucht verbringen, Obdachlosen ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unsereins hart schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank und dann begannen die Leute Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. What the hell? Zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen, wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Alte Scheiße. Der ist schuld. Der hat die Seuche hier hingebracht. Heftig. Was macht ihr da? What the... Euch eure Waffen niederzulegen. Das ist hoch. Es ist vorbei, Hiram. Dafür wird ihr Kopf rollen. Nein! Ich mache euch reich, wenn ihr mich nur gehen lasst. Ich bitte euch. Sie haben fast die Stadt zerstört. Kein Geld der Welt macht es wieder gut. Bereitet ihn für den Marsch nach Caldwich vor. Ja, Sir. Okay. Das schien ja wieder wach geworden zu sein. Und wird jetzt abgeführt. Gut so. Gut so. Okay. Wir müssen jetzt nur noch wieder hier rauskommen. Was relativ einfach werden sollte, denke ich wenigstens. Oh shit. Oder auch nicht, weil ich nicht genau weiß. Na doch, hier komme ich auf jeden Fall wieder raus. Ich überlege gerade. Draußen gab es auf dieser Seite. Na? Auf dieser Seite von draußen gab es noch. Eine Rune. Bin ich jetzt irgendwo hier? Gab es hier nicht noch irgendwie einen Weg nach... Oh, einen Weg nach draußen? Ich überlege gerade, es gab noch mehrere Wege nach draußen. Und ich würde vielleicht gerne einen von den anderen gehen, um zu gucken, ob ich dann an der Stelle vielleicht... fehlende Rune kriege. Das fände ich sehr interessant. Das können wir ja schauen und versuchen. Ich höre wen. Ach so, das ist der hier drüben. Drüber wahrscheinlich. Okay, hier ist das ja nicht. Hier geht es hier hin. Hier habe ich auch alles ausgeschaltet. Ich überlege gerade, wo noch ein Ausgang war.
geht es zum... Irgendwo hier war nämlich noch, meine ich, ein Ausgang. Oder sehe ich das falsch? Bin mir relativ sicher. Relativ sicher. Kann mich aber auch vertun. Shit. Vor allem möchte ich gleich nicht dem Lordregenten noch über den Weg laufen und den Typen, die ihn abführen. Das wäre auch nicht so schön. Ach, weißt du was, ich gehe jetzt einfach den Weg wieder raus, den ich gekommen bin. Und wenn wir jetzt eine Rune nicht haben, dann haben wir eine Rune nicht. Meine Güte. Moment. Muss ich ihn jetzt hier, muss ich hin, ne? Jupp, okay. Da vielleicht nicht unbedingt hin. Da könnte ich hin. Shit. Na, nee, es geht so nicht. So, er hat mich nicht. Oh, da wird er gerade rausgebracht. Ach, geliebtes Kind, ich vermisse dich so sehr. Hätte ich nur eine Maske getragen und deine Feier. Hallo, ich möchte da gerne hoch, danke. Der macht sich die ganze Zeit noch über mich lustig, kann das wohl sein? Die Sau, ey. Okay, zum Außenbereich des Dunwall Tower. Wir gehen mal wieder zurück und gucken mal, dass wir versuchen. Samuel. Ach, der ist wahrscheinlich immer noch genau da hinten. Na dann. Ich werde mal gerade speichern, weil es geht. Dann möchte ich hier vielleicht doch noch gucken. Komme ich hier irgendwo hoch noch? Sieht nicht so aus. Oder irgendwo so dahin. Nee, scheinbar nicht so. Huch. Okay, ich dachte gerade schon, oh shit. Ich hoffe, der sieht mich hier oben nicht. Ich könnte da drunter durchtauchen. Dann wäre ich auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl... Moment, wir gucken nochmal gerade. Ah, nee, hier. Wo soll da denn eine Rune sein? Im Wasser oder was? Das ist ja wohl nicht die Rune, oder? Also ich sehe, da unten ist hier irgendwas, aber ich... Das kann doch keine Rune sein. Moment. Nee, da komme ich nicht wieder raus. Das ist schlecht. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Aber da unten kann man irgendwie rein. Da scheint tatsächlich irgendwas noch zu sein. Da ist ein... Moment, da ist ein Drehrad... Oh, shit, 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 shit. Was ist denn das da? Haben die mir gar nichts? Das Drehrad ist von innen, was? Scheint mir, als wäre das Drehrad von innen. Und dann komme ich da vielleicht auch hin, wo ich hin möchte. Das ist irgendwie alles eigenartig. Sehr, 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 sehr eigenartig. Aber ich würde da schon gerne hin. Ihr kennt mich. Ich bin einer von diesen Typen, die eigentlich ganz gerne alles erkundet haben. Was da so zu erkunden ist. Ich könnte natürlich jetzt noch hier die ganzen restlichen Wachen erledigen und so, aber ob das so sinnvoll ist, ist dann wieder die andere Frage. Das sind Ratten. Hallo Ratten. Greift ihr mich an? Nö. Okay, dann seid ihr... Dann seid ihr mir egal. Moment, da liegt noch was, oder? Nee, sah nur so aus. Okay, dann nicht. Ich weiß nicht, ob das Ding nicht vielleicht doch funktioniert. Ich probiere es lieber nicht aus. Na, weißt du was? Na, ich gehe jetzt zurück. Keine Lust mehr. Dollboy guckt gerade weg, das ist gut. Nein. Nix, nix, nix. Oder? Es ist tatsächlich rot und möchte gerne mich fressen. Oh, da kommt der Tallboy. Na, hier sind aber zumindest, glaube ich, alle weitestgehend tot. Ich glaube, ich habe die meisten erwischt, die hier rumgestiefelt sind. Da sind noch ein paar Ratten. Kann theoretisch wahrscheinlich... Ach, hier bin ich sogar hergekommen. Sieh mal einer an. Das ist doch praktisch. Da oben ist noch einer drin. Da gibt es auch noch ein bisschen Geld, aber ich glaube, das ist mir jetzt erstmal egal. Passt schon.
Ich dachte sowieso eigentlich, dass das jetzt hier die letzte Mission wird, aber es scheint ja irgendwie doch nicht der Fall zu sein, was? Zack! Wir springen von ganz oben ins Wasser und auf geht's. Ja, Samuel. Wir haben es geschafft. Alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Hornpitzpad? Yep. Dieses Mal vielen Dank, haben wir scheinbar dann wollen wir mal ein bisschen was verpasst. Aber gut, was will man machen? Gegner eliminiert 7, Zivilisten eliminiert 1, Alarm ausgelöst 1, keine Leichen oder Bewusstlose entdeckt, okay. Chaosfaktor niedrig, finde ich gut. Wir haben den Foltermeister des Lordregenten getötet und wir haben die Korruption des Lordregenten öffentlich gemacht. 3 von 4 Runen, 2 von 2 Knochenartefakten, 1 von 1 Outsider-Schreinen und nur 1700 Münzen gefunden. Es waren aber auch nur 2000, hast du nicht gesehen, okay. Das geht ja, damit kann man, denke ich, leben. Und Pitzpapp. Der Vorabend der Krönung. Der Lordregent ist besiegt, die Herrschaft von Emily Caldwin sichergestellt. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie sicher zum Dunwall Tower gebracht wird, wo sie ihren Platz als rechtmäßige Thronfolgerin einnehmen wird. Okay, ich denke, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Hey, da liegt was. Sam, da liegt was. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lordregent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Irgendwie... Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Klar, mach das. Wunsch, Corvo. Aber irgendwie kommt mir das ein bisschen spartanisch vor hier. Na gut. Wer weiß, was da noch passieren wird. Wer weiß. Ich weiß, es ist ein guter Tag. Aber die Ratten sind immer noch hier. Das auch. Ich sehe immer noch Körper im Fluss treiben. Mhm. Richtig. Okay. Hey! Bravo. Jeder sagt, du hast was Gutes getan. Ich hab mich bemüht zumindest. Wow. Wow. Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen um diese Zeit wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwall sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Skoll, na gut. Er trinkt ein Bier, finde ich cool. Sie braucht höhere Mathematik, Hofprotokoll und natürlich Kosmologie. Hey. Wo willst du denn jetzt hin? Können Sie ja das lehren? Natürlich nicht, nein. Bett. Aber ich sollte eine zentrale Rolle spielen. Muss jetzt die Betten machen. Und das tut sie. Aber sie sollte uns allen vertrauen. Vertrauen Sie mir denn... Kann ich mit denen noch ordentlich reden? Wenn Emily im Amt ist, wird sie den Haftbefehl gegen sie aufheben. Dann können sie ihre Maske ab. Was war das denn? Ich brauche ein Selbstporträt. Huch. Vielleicht macht es Sokolov, nach dem, was wir durchgemacht haben. Mit Campbells Tagebuch kontrolliere ich den Orden. Doch dafür muss ich zahlen. Nun, was malst du denn? Wir brechen morgen auf, oder? Ich weiß nicht, ob ich zurück will. Ich kann doch von überall regieren. Vielleicht von dem Schiff. Was geht hier ab? Emily ist etwas Besonderes. Sie hat von uns allen gelernt, besonders von Ihnen. Sie vertraut Ihnen voll und ganz. Das hoffe ich. Ich bemühe mich auch. Der Outsider kommt. Sie sind ein beeindruckender Mann, Corvo. Sie haben sich Anerkennung verdient. Danke. Sie sind stark und stehen schon wieder auf. Hallo, Corvo. Die Pendletons stehen in ihrer Stube. Ey. Kann mir mal einer sagen, was abgeht? Kriege ich jetzt hier die,
die Quittung für die Outsider-Geschichte. Mal gerade zu Piero. Piero, hey! Soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Jetzt noch? Ja, gut. Guck mal, was kannst du... Ach ja, Explosivgeschosse. Gib mir mal Betäubungsbolzen. Davon auch ein paar. Weißt du was? Ich nehme mal alle. Explosivgeschosse, Pistole. Ne, weiß ich nicht. Brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Gib mir lieber noch ein paar mehr Armbrustbolzen. Ich habe das Gefühl, ich könnte sie vielleicht doch noch brauchen. Nehme ich davon auch noch eins. So. Eieieiei. Ja. Alter. Das macht auch so einen komischen Ton auf dem Ohr. Haben die noch alle was zu sagen? Das war tatsächlich meine Idee. Das weiß er. Bin sicher nicht schuldlos, aber er wäre ein Dummkopf, sich jemandem in meiner Position zu nähern. Und wenn er es täte, könnte ich ihm viel anbieten. Umfangreiche Geschäftsmöglichkeiten, das wird er erkennen. Sollte es dazu kommen. Oh Gott, der Sound ist das Schlimmste an diesem Effekt, Alter. Nicht schön. Nicht schön, hier ist nix. Ja. Tagebuch von Havelock, 6. Eintrag. Nichts ist sicher, bis wir unser Ziel erreicht haben und die Krönung erfolgt ist. Der Dunwall Tower hat seine eigenen Gesetze. Ich wage nicht vorherzusagen, was passieren könnte, wenn wir zu früh kommen. Die nächsten Schritte müssen mit größter Vorsicht erfolgen. Die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Achtung, Bürger von Dunwall. Versuchen Sie nicht, die Überführung verstorbener Personen zum Begräbnis im überschwemmten Bezirk zu stören. Da wollte ich gar nicht hin. Oh, Mann. Jetzt hör auf damit. Mir dröhnt das total auf den Ohren. Muss das so? Muss keiner mehr da, aber ich könnte noch mal zu Emily. Hallo? Zur. Huch. Crap. Autsch. Leute. Scheiße.